Wir fliegen über Palmenland, die Insel heißt Zanok. Wir springen mit dem Fallschirm ab und landen direkt am Dock. Die Halle da, die sieht gut aus, da finde ich sicher was. Doch mein Schirm bleibt an der Decke hängen, ihr wisst, das ist kein Spaß. 5 Meter hoch häng ich hier rum und schneide mich dann los. Das Ganze ist jetzt ziemlich dumm, ich falle wie ein Kloß. Ihr wisst, es ist nicht einfach, in der Gruppe zu bestehen, wenn einer nicht für alle ist und alle einfach gehen. Und plötzlich bin ich schon genockt. Wieso muss mir das jetzt passieren? Alle sind am Bluten und ich muss hier verbluten. Heb mich ganz schnell auf. Ich will noch nicht gebären. Mein Nebenmann, der hebt mich auf und gibt mir einen Verband. Und außerdem seine Deckung auf, ach wär er doch gerannt. Der Gegner finisht ihn sofort, bevor er selbst verliert. Beide sind jetzt an einem anderen Ort, der Rest von uns marschiert. Ein Tuk-Tuk bringt uns von hier weg, doch nicht irgendwohin. Wir überschlagen uns, was für ein Dreck, wir müssen doch bis nach Hattin. Am Quarry ist schon Endstation, das Tuk-Tuk explodiert. Der Fahrer sieht die Lobby schon, dem anderen ist nichts passiert. Und da bin ich auch schon gelockt. Sag mal, musste das jetzt sein? Wir wollten uns beeilen und das Bomben nicht zerteilen. Jetzt hebt mich endlich auf. Jetzt brauchen wir List und Tücke, denn wir sind nur noch zu zweit. Gleich kommen wir zur Brücke, kein Gegner weit und breit. Da vorne steht ein Airdrop, den lassen wir uns nicht entgehen. Ey, die Sachen, die brauch ich doch, kannst du das nicht verstehen? Es hagelt Granaten, die sind nicht ohne. Ich spreche aus, was jeder weiß. Nur Noobs sterben in der roten Zone. Da trifft es mich, was für ein Scheiß. Ihr wisst, es ist nicht einfach, in der Gruppe zu bestehen, wenn einer nicht für alle ist und alle einfach gehen. Und ich bin wieder mal genockt.